Ja, ich habe Pele gerade begrüßt und gesagt, wir freuen uns alle. Pele sagt, worüber? Freust du dich nicht über den Punkt gegen den Spitzenreiter? Nee. Weil? Weil ich finde, dass wir 60 Minuten verdient geführt haben. Ich habe keine großartigen Torraumaktionen gegen uns gesehen. Haben zwar nicht so diesen optimalen Ballbesitz vielleicht in der Statistik gehabt. Ich glaube, wenn wir in der ersten Halbzeit schon ein bisschen sauber mit der ersten Ballannahme gewesen wären, waren wir nicht so sicher heute. Hätte es noch die eine oder andere Chance gegeben. Zum Beispiel der tiefe Ball auf Lucas Copado, würde alleine aufs Tor gehen. Weiß nicht, muss ich mir nochmal angucken, ob er ihn wegspringt oder. Und dann nach der Halbzeit der Spielzug, wo er auf der Linie gerettet wird, haben wir da einfach in diesen Halbfeldern zu einfache, finde ich, Ballverluste, haben da nicht das Optimum heute gebracht. Das hört auch dazu. Und das Gegentor, oder beziehungsweise diese nach der 60. Minute bis zur 75. Minute lag einfach daran, dass wir aus meiner Sicht in der Viererkette nicht mehr so rumgeschoben haben, wie wir es dann vorher gemacht haben. Das gilt es jetzt zu erfragen, warum, weshalb, wieso. Und dadurch ist das Gegentor gefallen. Man hat ja dann gerade auch zum Schluss gesehen, wenn, glaube ich, Phil den Ball, den über den zweiten Pfosten mit ein bisschen Schnitt spielt, dann sagt entweder Pronny oder Timmy Thiele Danke. Timmy Thiele wieso heute sehr gut gespielt, viele Bälle gehalten, sehr viel investiert. Haben wir dann gesehen nach der 60. Minute, dass wir noch viel Arbeit haben. Und eine Spitzenmannschaft hätte das Spiel heute dann gewonnen. Kann aber auch sagen, dass wir hier nicht vor dem irgendwie ängstlich waren, weil das ein Spitzenreiter war. Ich sehe da nicht viele Unterschiede. Und das macht es aber am Ende auch gefährlich in dieser Liga. Du sagtest schon, einmal auf der Linie gerettet. Auch unsere Mannschaft musste einmal auf der Linie hinhalten. Sonst wäre es dann auch schon ein bisschen schlimmer geworden, weit vorher. Du sagtest gerade, diese Zeitspanne dann so, diese 15, 20 Minuten, da waren eben die Außenspieler, die Offensiven waren eben häufig frei. Machst du da deinen Außenverteidigern einen Vorwurf oder war es am ganzen System gelegen, dass sie eben versucht haben, hoch zu pressen und plötzlich war hinten der Gegner relativ frei? Nee, ich glaube, dass das nicht an den vorderen Außenbahnspieler lag, sondern es lag einfach daran, dass wir in der Viererkette nicht mehr herumgeschoben sind, nicht mehr durchgeschoben sind. Und so ist eigentlich auch das 1-1 gefallen, weil sie haben ja immer über unsere linke Seite den Aufbau gemacht, also unsere defensiv linke Seite, und dann rüber gespielt. Und da waren wir dann immer 1 gegen 2, 1 gegen 3, weil wir nicht mehr rumgeschoben worden sind. Und das gilt es jetzt zu erfragen und warum und genauestens zu analysieren. Und dann haben wir halt in den Halbfeldern nicht mehr so diese Bälle behalten, speziell auf der halbrechten Seite heute. Ich glaube, dass Tolly da mehr Möglichkeiten hat, aber das hört auch dazu, dass man da Bälle verliert. Und daher ist das Spiel dann so in dieser Richtung gelaufen, dass wir das 1-1 bekommen haben. Und dann ist es auch richtig, dass wir auch mal auf der Linie gerettet haben. Dennoch haben wir die erste Aktion kurz nach der Halbzeit, oder 55, 56, super Spielzug, super Rückpass von Krausi auf Tolly, geht er rein. Auf der anderen Seite hat der Innenverteidiger aber auch alles da gelassen, um diesen Ball zu verteidigen. Also grundsätzlich, man kann damit zufrieden sein. Ich glaube aber nicht, dass der Gegner so stark war, dass man dieses Spiel nicht gewinnen kann. Das ist sicherlich richtig, aber versetz dich mal in die Lage dieser 11.100 Zuschauer, die ja doch ein tolles Spitzenspiel gesehen haben. Natürlich hätten wir ja alle gesehen, dass es bis zum Ende durchgebracht wird, die Führung und wenn es geht, noch einer drauf. Aber für einen Zuschauer ist doch so ein rasantes Spiel, glaube ich, was ganz Großartiges. Und Energie als Neuling spielt da lustig locker mit. Ich glaube, dass ich gesagt habe, wenn wir gewisse Prinzipien, wenn wir eine gewisse Intensität, wenn wir eine gewisse Aktivität auf den Platz kriegen, ist das sehr, sehr ansehnlich. Dann brauchen wir in dieser Liga uns auch in keinem Spiel, in diesem einen Spiel, nicht verstecken. Dennoch haben wir diese Kleinigkeiten abzustellen, indem wir da ein bisschen aktiver sind, indem wir da ein bisschen geordneter dann verteidigen. Es gibt immer Phasen, was man dann zu überstehen hat. Diese Zeitspanne war mir aber zu lange. Und von daher haben wir dann heute dieses Spiel nicht gewinnen. Wenn am Ende 11.000 nach Hause gehen und sagen, das war ein absolutes Spitzenspiel. Ich sage jetzt, was aktuell, glaube ich, wenn ich richtig bin, obwohl da sind ja morgen noch Spiele, sind wir Zweiter.
Der erste Nicht-Abstiegsplatz, der hat 10 Punkte. Und das ist Hansa Rostock. Hansa Rostock ist mit den Ambitionen in der Saison gegangen, als Absteiger wieder aufzusteigen. Das haben die gleichen, hat das heute der Gegner erfahren. Hannover 2 gewinnt 5-1 in Wiesbaden. Der Tabellensiebte hat 14 Punkte. Der Tabellensiebte. Und da gucke ich hin, mit einem Sieg kriegen wir da auch schon mal eine Spanne rein. Nochmal, wir haben heute gesehen, ja, wir können diese Liga können wir bestehen, aber dann haben wir dafür zu sorgen, dass vieles stimmt. Wir dürfen nie in diesen Negativlauf kommen, wo die Spieler verunsichert sind, wo die Spieler kein Selbstvertrauen haben. Das sieht man ja auch. Ne? Wir spielen ja Bereiche rein, ne? Das ja auch ein bisschen mit Risiko ist. Das ist zwar ansehnlich. Und wenn dann der erste Kontakt nicht der optimalste ist, dann kriegen wir nicht diesen Rhythmus, kriegen wir nicht diese Sicherheit, weil dann glaube ich schon, dass wir noch mehr Tore spielen. Nochmal, ich will hier keine Euphorie wegnehmen, ich will hier keinen Pessimismus verbreiten. Ich weiß nur eins, das sagt ja jeder in dieser Liga. In den ersten 4 Spielen hat Aue, weil sie eine gute Mannschaft sind, 4 Siege gehabt. Wir hatten 3 Punkte, die hatten 12. Wir sind heute 17, die 16. Wie schnell das geht. Und im Fußball ist so wichtig, Selbstvertrauen zu haben, Überzeugung zu haben, Intensität zu haben. Und das ist jetzt auch ein nächstes Thema, möchte ich gerne mit der Mannschaft besprechen, ob die Intensität dann, weil wir so viel investieren im Spiel, ob die Intensität vielleicht im Training dann zu hoch ist, ob wir da ein bisschen was reduzieren sollten, weil wir brauchen diese maximale Konzentration, Sprintfähigkeit, wenn möglich über 90 Minuten, um das ein oder andere dann dementsprechend zu entwickeln und auch zu erreichen. Mal ganz böswillig gesagt, gerannt sind sie genug. Also da möchte ich mal die Laufleistung von heute sehen. Also die waren schon alle, hatte ich den Eindruck, so gut unterwegs. Also alle hinten vorne, gemeinsam, einzeln, alle. Ohne den Gegner seine Leistung zu schmälern, finde ich, dass wir nach 60 Minuten was falsch gemacht haben. Und irgendwas hat ja da nicht gepasst. Ich bin der Meinung, dass wir es hinten in der Viererkette, ohne da jetzt persönlich einen Vorwurf zu machen oder zu kritisieren, wir wollen ja weiter, wir wollen uns ja entwickeln, wir wollen ja analysieren, woran lag das, dass wir in dieser Phase nicht mehr diesen Zugriff gekriegt haben, warum in dieser Phase vielleicht auch in den Halbfeldern nicht mehr diese Bälle so halten konnten, um eine Spielfortsetzung zu haben und dass vielleicht nachrückende Spieler oder die Abwehr besser nachrücken kann. Das sind ja Themen, das mache ich ja nicht, um irgendeinen zu kritisieren, sondern das mache ich, um uns weiterzuentwickeln, um sicher in dieser Liga anzukommen. Da gibt es 2 Mannschaften, die aufeinandertreffen, die haben beide eine Serie. Die einen haben 3-mal hintereinander verloren. Energie hat einen Flow von, ich glaube, inzwischen 6 ungeschlagenen Spielen und die treffen nun aufeinander. Was bedeutet das? Geht ihr da mit breiter Brust und auch als Favorit, ich will nicht sagen hochnäsig, aber doch schon sehr selbstsicher da rein, denn wir sind ja wer? Also ich glaube, wir dürfen alles außer hochnäsig zu sein und wir dürfen alles außer überheblich zu sein, sondern wir freuen uns, dass wir ein Derby spielen dürfen, dass wir vielleicht das Momentum uns haben, aber auf der anderen Seite, der Gegner kann natürlich auch sagen, im Derby können wir uns das selbst vertrauen. Ich glaube, das wird ein spannendes Spiel, offenes Spiel, zeigt nochmal, wie gefährlich diese Liga ist. Dennoch freuen wir uns, ich glaube, dass das ein super Stadion ist. Mit einer fantastischen Stimmung. Wir haben alle Karten, die wir bekommen haben, haben wir gekauft. Also wir werden wieder eine unfassbare Unterstützung von unseren Fans bekommen. Auch heute wieder über 11.000 Zuschauer. Wenn wir in einer anderen Situation wären, hätten wir gegen Sandhausen. Das hat nichts mit Sandhausen zu tun, aber Sandhausen bringt nichts mit. Ist auch eine Entfernung. Hätten wir niemals 11.000 Zuschauer gehabt, dann bist du hier bei 7,5. Also wir haben 4.000 Zuschauer mehr, als vielleicht in so einem Spiel kommt. Also von daher hat das Publikum und die Mannschaft macht einiges richtig. Dennoch bescheiden zu bleiben und schon gar nicht hochnäsig, sondern aber überzeugt und mit der maximalen Disziplin und Kraft am Dienstag mit der Überzeugung, dass wir am Dienstag auch in Aue gewinnen können. Was macht ihr bis dahin? Also es wird ja Montag losgefahren, früh ein bisschen Training, dann geht's los. Sonntag frei. Nein. Georg, also morgen haben wir das Spiel aufzuarbeiten und zu analysieren. Und heutzutage sagt man ja nicht regenerieren. Ich höre immer von den Spielern resignieren. Also werden wir resignieren. Spaß beiseite und regenerieren, erholen, Spiel aufarbeiten.
und uns dann schon mit dem Thema, mit dem nächsten Gegner zu beschäftigen. Sie haben einen Tag länger, haben aber keinen Erfolg gehabt und von daher gleicht sich das aus. Und noch habe ich auch noch ein paar Ideen, vielleicht den einen oder anderen frischen auf den Platz zu bringen. Da sind wir sehr gespannt und wünschen das Beste im Erzgebirge. Ne? Viel alles Gute.